neu kennt durch euren Trainer, Coach D. Coach Ben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und es geht also weiter mit unserer 30-Tage-Lern-Street-Dance-Challenge-at-Home-Edition. Heute bin ich bei jemand ganz Besonderes, denn das ist einer der ersten bei der Dance Echo, der mitgemacht hat und sozusagen einer, mit dem ich zusammen viel Spaß hatte. Wir hatten so viele Videos schon gedreht, so viele Ideen gehabt und er ist heute da, mein lieber bester Kumpel Sascha. Gut, dass du da bist. Und für euch haben wir heute einen speziellen Move, nennt sich X-Hop. Der ist gar nicht so schwer, ähnlich auch wie der Criss-Cross, den ihr eventuell schon gelernt habt. Dazu braucht ihr einfach nur einen breiten Platz, und zwar so breit, wie ihr stehen könnt. Ihr steht ja schon auf rechts und links und das ist schon mal ganz gut. Du hast auch Platz? Jo. Wunderbar. Ihr habt jetzt also drei Punkte. Einmal unter euch, das ist der Mittelpunkt, rechts und links, ähnlich wie beim Criss-Cross. Beim X-Hop ist es aber so, wir werden also jedes Mal versuchen, ein X zu bilden, wenn wir nach innen springen mit unseren Beinen und nach außen springen, tun wir unsere Arme öffnen. So, nehmen wir mal das linke Bein. Mein links ist hier, das wird bei euch ein bisschen anders aussehen, ich werde mich auch gleich umdrehen, so dass ihr es besser seht. Linkes Bein unter euch reinspringen. Dazu kommt das rechte Bein, das dann vorne ist. Und so bilden wir unser erstes X. Wenn wir jetzt aufspringen, wollen wir mit dem linken, auf dem wir jetzt aktuell stehen, wieder zur linken Seite zurückspringen, da wo unser Bein zuvor war. Dann öffnen wir unsere Arme rechts und links schön weit auseinander. Boom! Und haben dann hier unser X. So, und das gleiche können wir jetzt nochmal machen. Nur diesmal springen wir jetzt, weil unser rechtes Bein oben ist, auf dem rechten drauf. Klick! Und öffnen dann zur Seite. Boom, und wiederholen das. Klack und tap. So, jetzt zeige ich euch das nochmal in eure Richtung. Ich drehe mich dabei um. Du kannst auch da stehen bleiben oder einfach dich umdrehen. Stell mich mal hier hin. Okay, also sind hier 3, 2, 1. Ich beginne mit dem linken Bein und X and hop. Genau, so viel wie Platz halt da ist. Ne? Dann X and hop. Dann X and hop. X, hop. Genau. Boom, tap, boom, tap, boom, tap, boom, tap. Genau, das war auch schon der Move, den kann man immer wieder mal zünden, wenn man von A nach B springen möchte und mal ein, was nicht einfällt, dann kann man ja immer mal noch einmal auf in die X und dann wieder zurück in einen kleineren X reinspringen. Leute, das war's auch schon, schön, dass ihr eingeschaltet habt, bleibt also dran, Leute, in 30 Tagen habt ihr Street Dance auf jeden Fall beherrscht, wenn ihr alle Sachen folgt, vor allem den Freestyle-Elementen, wie zum Beispiel Beat-Folgen, Beat-Rhythmen-Folgen oder halt den Beat-Soundeffekten-Folgen. So Leute, macht's gut, bleibt gesund, ciao! Tschö!